Hallihallo! Schon wieder Verkostungszeit. Ihr merkt das, wir drehen hintereinander weg. Ne? Also ich trage auch andere Sachen. Ich habe jetzt nicht schon wieder diesen Pullover an. Und ich habe jetzt auch schon zwei Biere vorher getrunken. Meine Zunge ist etwas lockerer. Und wir gehen heute mal an das Saison Julie. Saison Julie, ganz Zungenbrecher. Saison Julie. Von Hans Kraft, beziehungsweise Hans Müller Sommelierbiere hieß er auch mal. Bin jetzt ein bisschen unsicher inzwischen, wie die offizielle Bezeichnung ist. Ist auch völlig egal. Christian Müller aus Aschaffenburg. Ich schätze sehr seinen Bayerischen Schnitzer, seinen Backbone Splitter. Und Saison Julie ist ein, ich glaube, eine Widmung an seine Freundin oder Lebensgefährtin oder Frau, wenn ich da richtig informiert bin. Egal, es ist ein Farmhouse Ale, also ein belgisches Saisonbier. Und die sind ja bekanntlicherweise rar, also gibt nicht so viele am Markt, wird immer mehr. Ist auch toll, weil es ein ganz grandioser Bierstil ist, der nicht so ganz einfach zu brauen ist. So wurde mir jedenfalls mal gesagt. Auch eine obergärige Geschichte. Ich schaue mir das mal näher an. Karbonisiert, merkt man gleich, da entsteht ordentlich Schaum. Hei, hei, hei. Vielleicht haben wir das auch nicht ordentlich gekühlt. Das kommt einem entgegen. Ja, lassen wir einfach mal so. Ne? Wir lassen uns mal ein bisschen sprudeln. Ich erzähle noch mal vielleicht was über Hans Müller Sommelierbiere. Hans Kraft, Bayerischer Schnitzer ist eigentlich mein erster Berührungspunkt gewesen. Bayerischer Schnitzer ist ein kaltgekochtes Weizen und Bayerischer Schnitzer ist der Begriff für Aschaffenburg, also die Heimstatt dieses Brauers, wegen des milden Klimas und wegen des mediterranen Ambiente und Flairs. Ich war noch nie da, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber hier reden wir jetzt auch nicht über das Bayerische Schnitzer, sondern wir reden über ein Saisonbier. Saisonbiere sind meist sehr trocken. Oh, das riecht. Das riecht ganz intensiv. Toll. Durch den Schaum durch. Ich lasse den nochmal so ein bisschen runtergehen. Es hat 6% Alkohol. Gehopft ist es mit Chinook und Sorachi Ace. Sorachi Ace, auch ein relativ seltener Hopfen, das sieht man nicht so oft. Und das riecht man, also da riecht man, dass da eine Menge Hopfen bei ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nie getrunken. Es gibt es, glaube ich, auch nicht, noch nicht so lange. Also vielleicht ein paar Monate. Ich habe auch eine Zeit lang gewartet, bis ich es mal in die Finger kriege. Oh ja, das kann was. Was spannend am Saisonbier ist, dass es so eine Mixtur ist aus einem leicht malzigen, sehr hefebetonten Eindruck, so im Körper, und dann es ganz trocken runtergeht und da der Hopfen wirkt, ohne überhaupt, also gerade hier, richtig bitter zu sein. Also es ist total angenehm zu trinken, man hat ganz lange gut davon, das hängt lange nach. Fantastisches Bier. Ganz cremig. Wenn das jetzt nicht so versaut wäre hier auf dem Tisch. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin ja auch ein Fan von Saisonbier. Ich komme ja ursprünglich mal so vom Weizenbier. Ich finde diesen Übergang von einem sehr hefebetonten Weizen zu einem Saisonbier
das drängt sich geradezu auf. Also wenn ihr gerne Weizenbier mögt, testet unbedingt mal Saisonbiere. Das ist ein ganz neues Geschmackserlebnis. Hat so einen etwas grasigen, kräuterigen Geschmack. Gar nicht so sehr fruchtig. Würzig, echt würzig und trotzdem leicht entspannt. Also mit Essen würde ich da jetzt nicht unbedingt ein schweres, deftiges Essen zustellen, sondern auch eine leichte Küche, eine moderne Küche. Geil, echt geil. Also lasse mich jetzt mal hinreißen, dazu sagen, das beste Bier bisher von Hans Craft. Ich wische das später auf. Bis dann. Ah.